Gekaufte Kleider passen mir einfach nie so recht. Darum habe ich angefangen, mir meine Kleider selber zu nähen. Und ich habe sehr viel Spass daran gekriegt. Ich kann mich kreativ entfalten und mir die schönsten Kleider selber nähen. Zum Beispiel habe ich mir vor einem Jahr mein eigenes Hochzeitskleid genäht. Und ich habe mir auch erlaubt, mir meine Arbeitskleidung auf Mass zu schneiden. Hier im Kernkraftwerk habe ich nach meinem Studium als Nuklearingenieurin die Ausbildung zur Anlageoperateurin gemacht. Ich wollte wissen, wie so ein Kernkraftwerk von Grund auf funktioniert. Hier vor Ort spürt man, wie die riesige Maschine arbeitet und vibriert, wie es schmeckt und wie es heiß ist. Auch hier zählen übrigens wie beim Nähen Details. Es ist ganz wichtig, dass man die extrem komplexe Maschine im Detail kennt und Funktionen und Zusammenhänge zwischen den Komponenten versteht. Mittlerweile habe ich auch die zweijährige Ausbildung zur Reaktoroperateurin mit Lizenz abgeschlossen. Ich arbeite viel im Kommandoraum. Meine Kollegen von der Betriebsschicht und ich fahren dort zusammen die Anlage. Etwa so wie ein Pilot sein Flugzeug fliegt. Wir erzeugen zusammen rund ein Siebtel vom Strom, der tagtäglich in der ganzen Schweiz verbraucht wird. Und zwar Tag und Nacht, zuverlässig und sehr klimafreundlich. Diese verantwortungsvolle Aufgabe und Arbeit auf der Anlage motivieren mich immer wieder aufs Neue. Ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit. Man muss da sehr viel können und man lernt jeden Tag unglaublich viel dazu. Das macht sehr viel Freude.